So Leute, willkommen zurück zu Fußballmanager 17 und ich habe euch ja gesagt, die Folge heute kam ein wenig später, da ich mein neues Mikrofon habe, hahaha. Ich hoffe, man hört schon einen Unterschied. Ich bin gerade noch am Einstellen. Kann sein, dass ich noch ein bisschen zu laut bin oder ein bisschen zu leise oder zu viel Bass, zu wenig Bass, zu wenig Höhen, zu viel Mitten, keine Ahnung, da muss ich mich noch mit beschäftigen. Ich habe jetzt gerade mal Ewigkeiten versucht, das Mikrofon hatte irgendwie, dadurch, dass ich halt nicht ein Ultra-Über-Mischpult habe, so ein Hintergrundrauschen, welches ich jetzt hoffentlich gefixt habe. Aber bevor wir anfangen, möchte ich gerade noch auf ein, zwei... Ich komme gerade wieder frisch aus der Dusche. Möchte ich auf ein, zwei Kommentare eingehen. Und zwar hatte der Tobias, der sich darüber gefreut hat, auch, dass er in der ersten Mannschaft war, die letzte Zeit, hat gefragt, was ist denn aus Darmstadt geworden? Die haben ja wohl Paderborn gemacht. Gucken wir doch mal nach, was aus Darmstadt geworden ist. Die spielen in der dritten Liga, Tatsache, und sind da sogar auf dem absteigenden Ast. Also bei denen läuft's nicht ganz so gut, gerade, momentan. Ja, muss man gucken, was aus denen weiter wird. Kann man mal beobachten. Aber bei denen sieht es nicht ganz so gut aus. Dann hat der Jerry Nater geschrieben, ich soll doch mal die Top-U-Nationalmannschaften durchsuchen. Das werde ich machen, aber ich werde es offscreen machen und mir da so vielleicht ein, zwei Talente raussuchen. Ist halt immer auch die Sache, das muss halt auch alles gescoutet sein. Weswegen ich ja die Scouts unsere Scouts angewiesen habe, die zweiten Mannschaften zu durchsuchen in der ersten Liga. Ich denke, damit sind wir auch ganz gut bedient. Dann haben natürlich auch viele geschrieben, schade mit den ganzen Verletzungen, aber die Verletzungen gehen ja zum Glück nicht mehr lange. Jonas Buhr, du bekommst deinen Jugendspieler, habe ich in meine Liste aufgenommen, natürlich, aber es sind momentan halt kaum welche da, die qualitativ so gut sind, dass ich sagen würde, die gebe ich euch oder die würde ich euch ganz gerne geben. Dann geht es weiter mit dem Lonny. Der hat nämlich gefragt, wie kriegst du die Jugendspieler so gut hin? Ey, hör mal, ich habe selber BVB, aber ich habe nur Kacke in der Jugend. Das geht eigentlich ganz easy. Anfang jeder Saison, habe ich auch schon mal ein paar Mal erklärt, Anfang jeder Saison nimmst du einfach die schlechtesten Talente raus, quasi, ja okay, 6 Sterne ist wahrscheinlich schon okay. Und sortierst einfach so die Talente, die du nicht magst oder die Talente, wo du sagst, das ist mir zu wenig, die sortierst du aus, weil die Jugendspieler, die neu in die Mannschaft kommen, orientieren sich an denen, die schon in der Mannschaft sind. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel alles aussortierst, was unter 7, also oder 6,5 Sterne ist, dann oder 3,5 Sterne ist, dann hast du eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass die Jugendspieler, die in die Jugend neu reinkommen, auch ein gutes Talent haben. So einfach ist das eigentlich. Dann Scouts kannst du ja einstellen. Bei den Scouts, wenn du hier in die Aufgabe reingehst, kannst du hier unten einstellen, dass er die Jugend scouten soll. Ist auch relativ wichtig dafür. Oder halt aus anderen Mannschaften versuchen, Jugendspieler abzuwerben. Ist eigentlich das Einzige. Ja, und dann halt Mentoren verteilen. Hier, ich mache immer auch noch Privatlehrer für die Schule, damit die in der Schule gut sind auch. Ja, und sonst ist eigentlich das Einzige, was man so machen kann. Dann der meine Reese hat gefragt, Fußball, also er spielt den anderen Fußballmanager, den von Sega, ob man da das Fußballmanager 17 Design reinbekommt. Ich glaube nicht, Maurice. Das ist, glaube ich, nicht möglich. Dann Nick Gaming hat gefragt, wie heißt denn mein alter Kanal, weil ich meinen alten Kanal erwähnt habe, der ist gelöscht, den gibt es nicht mehr, die Videos da wurden entfernt. Dann hatte der Marlon gefragt, erstmal hat er sich bei mir bedankt, dass ich Kommentare lese, natürlich lese ich Kommentare. Sind ja noch nicht so viele, wie er auch sagt, und er hat gefragt, wo habe ich denn das ganze Design her? Das ganze Design ist eigentlich quasi gekommen mit dem letzten Design-Patch auf FM-Zocker. Musste mal nachgucken. Ist eigentlich, ich glaube, das unter Sonstiges. Und jetzt gerade beim Sprechen geht meine Nase zu. Ich hasse das. Also, das ganze Design ist eigentlich relativ easy zu machen.
Dann der Jeje hat gefragt, ob er den nächsten Torwart haben kann. Also ich denke, Marek ist ein richtiger Name. Der nächste Torwart ist leider schon vergeben, aber du kannst ihn danach haben. Ist auch schon eingetragen. Und sonst kam halt vom Turbinho gutes Video und Duty Purse. Hat geschrieben, 100. Part, super Part. Dankeschön dafür. Stimmt, letzter war ja 100. Part, habe ich sogar vergessen zu sagen. War ja so ein kleines Highlight. Ja, dann starten wir jetzt in den 101. Part mit einem neuen Mikrofon und ich hoffe einer guten Audioqualität von mir, also noch einer besseren wie vorher. Das war ja vorher schon nicht schlecht, aber ich hoffe jetzt ist es nochmal so ein Stückchen besser. Auf jeden Fall macht es unnormal Spaß jetzt mit dem Mikrofon. Ja, unser Lazarett ist noch ein Problem, das wir haben. Wir sehen aber, innerhalb der 2 Wochen kommen schon 3 Stammspieler wieder. Sollte dann eigentlich auch wieder gut sein. Wir haben momentan dann so ein bisschen Probleme, was den Sturm angeht. Aber, naja. Wir haben ja immer noch Podolski und ich bin froh, dass wir den behalten haben und halt auch Gyrassi behalten haben, weil jetzt sind beide verletzt gerade und wir bräuchten einen Stürmer. Und andernfalls müssten wir jetzt einen aus der zweiten Mannschaft nehmen, worauf ich weniger Lust hätte. Gut, unsere zweite Mannschaft spielt jetzt noch. Gewinnt 4:1. Sehr geil. Also damit werden auch die Chancen immer höher, dass die aufsteigt. Und ich gehe hier gerade mal so ein bisschen in die Mitte meiner Cam. Und mein Wirbel hier hinten ist schon wieder richtig geil. Gut. Gehen wir weiter. Hoffenheim jetzt auch wieder. Englische Woche. Schon wieder Hoffenheim, Bremen diese Woche. Wird, glaube ich, gar nicht mal so einfach werden jetzt die Woche noch. Und ich hoffe, wir bleiben vor Verletzungen verschont. Die Mannschaft ist immer noch in einer ultra guten Form. Also wir haben da momentan formtechnisch keine Probleme. Die Leistung stimmt ja auch. Von daher denke ich, ist erstmal alles gut. 2 Tage noch, dann kommt Schürrle schon wieder. Also für das Bremen-Spiel sollte dann Schürrle fit sein. Vielleicht sogar wieder Gyrassi. Und dann sieht es kadertechnisch schon mal wieder ein bisschen besser bei uns aus. Aber heute geht es halt um Hoffenheim. Und Hector rückt ins zentrale Mittelfeld. Da möchte ich ihn auch ganz gerne haben. Lehmann geht ins defensive Mittelfeld. Gerhard nach links auf seine Standardposition. Wir können ja noch so ein bisschen rotieren. Wir könnten zur Not auch noch Torres reinholen. Ja, der spielt sich ja momentan auf die zentrale Mittelfeldposition ein. Braucht auch eigentlich noch den Einsatz. Aber momentan ist halt so, ich möchte halt wieder mal kein großes Risiko bei der Aufstellung eingehen. Das können wir da machen, wenn wir führen, können wir ihn bringen für Spielzeit. Aber generell möchte ich halt jetzt gerade. Übrigens, Trautmann mit 2 Toren gegen Sporkhövel. Sehr geil. Ja, hat er erstmal als neuer. Wir mussten ihn nämlich hochholen. Ne, war das bei ihm so? Ich weiß gar nicht, ob wir ihn hochholen mussten. Auf jeden Fall hat er jetzt eine sehr, sehr gute Bilanz. Also in jedem Spiel quasi ein Tor, das er gemacht hat. Gefällt mir. Gefällt mir sehr gut. Wenn unsere zweite Mannschaft jetzt so weitermacht, glaube ich sogar relativ stark, dass sie es packt, aufzusteigen. Denn wir sehen hier 16 Punkte. 18 Punkte hat Alemannia Aachen. Unsere zweite Mannschaft hat auch noch nicht verloren. Also ist alles im Rahmen. Alles gut. Sehr gut. Unsere A-Jugend ist auch immer noch Erster. Unsere B-Jugend auch. Unsere A-Jugend, die spielen sogar gleich. Beide 4 Siege, 1 Niederlage. Ist sehr, sehr geil. Gut, da würde ich sagen, gucken wir nach. Gehen wir rein in den Spielbericht. Kramaric bekommt die Sonderbewachung. Rein da. Zack. Weiser kümmert sich um Ochs. Und Gerhard kümmert sich um Rudi. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder im Spiel gegen Hoffenheim und ich hoffe auf ein gutes Spiel. Ich hoffe auf ein erfolgreiches Spiel. Bis gleich, würde ich sagen. Haut rein. So, Leute. Was geht? Wir sind am 6. Spieltag angekommen. Ich muss gerade mal ein Ohr wegmachen, denn ich habe mir noch was bestellt und vielleicht klingelt gerade gleich irgendwie die Klingel an der Tür. Wenn ich das nicht höre, wäre ziemlich mies. Deswegen ein Ohr gerade mal offen. Gut, wir sind heute gegen Hoffenheim. Momentan passiert noch nicht wirklich viel. Oh, die Noten sind ja gar nicht gut momentan. Überhaupt nicht. Leonard Bittencourt flankt von links in den Strafraum. Der Kreischauer Hector ist eher am Ball als Hübner.
den anschließend eigentlich von den Beinen holt, aber der Schiri sieht kein Foul. Was soll denn das? Schiri, was geht denn da? Was soll das denn? Für 10 Sekunden sind hier 2 Bälle im Spiel. Ja, Gerhard macht ein sehr, sehr starkes Spiel, aber von dem Rest sieht man gerade noch relativ wenig. Ja, Heinz jetzt mit einem Schnitzer wahrscheinlich. Kramaric ist an Heinz vorbeigekommen. Baumann rettet gerade noch so und wir sagen mal, das geht so nicht. Weil wir sind überhaupt nicht zufrieden. Laufduell zwischen Kramaric und Heinz. Plötzlich geht Kramaric zu Boden, hält sich das Gesicht. Und Heinz kriegt hier für nichts eine rote Karte. Für nichts. Na gut, dann wechseln wir jetzt aus. Na, wen wechseln wir denn mal aus? Wir wechseln mal Gnabry aus. Für Wanyama. Tauschen dann hier. Und sagen in der Taktik mal, dass wir nur noch über die Mitte und über links kommen. Puh, ja, das ist bitter jetzt. Ticker sagt, das war nichts. Das war ziemlich gut geschauspielert und wir sind in Unterzahl gegen Hoffenheim, unberechtigt. Erst wird ein Elfmeter nicht gepfiffen für uns, der eigentlich einer war, und dann kriegen wir auch noch hier den roten Karton gezeigt. Was ist das denn? Was soll das denn, Schiri? Was ist denn los mit dir? Junge, Junge, ich glaube, da muss ich aber mal ein paar Reifen zerstechen gehen nach dem Spiel, ey. Unglaublich. Pünktlich zur Halbzeit Schluss. Naja, alles in allem macht die Mannschaft auch kein so gutes Spiel. Muss man ganz ehrlich sagen. Naja, aber es ist halt auch bitter. Wir hätten hier schon 1-0 in Führung sein können. Vielleicht sogar müssen, weil ein Elfmeter ist für mich ein Elfmeter. Und wenn selbst der Ticker sagt, das war ein Elfmeter. Naja. Gut. Gehen wir rein, dürfen uns nicht drüber aufregen. Wir müssen einfach gucken, dass wir unser Spiel machen jetzt. Ja, die rote Karte ist jetzt sehr bitter. Also unsere Ausfälle fürs nächste Spiel nehmen dann zu. Je nachdem, wie lange Heinz jetzt noch dafür gesperrt wird, ist das doppelt bitter. Naja, Wanyama macht auch kein so gutes Spiel. Bittencourt taucht plötzlich alleine vor Varas auf. Statt zu schießen, macht er noch einen Haken. Legt ihn sich auf den anderen Fuß und jetzt überlegt ein. Pam, Junge. Leonardo Bittencourt. Der Leo macht's. Sehr, sehr nice. Sehr nice. Da sind wir 1-0 vorne in Unterzahl. Puh. Wir lassen unsere Leute auf der Bank mal aufwärmen. Boah, Junge, Junge. Junge, Junge, Junge. Jetzt kommt Hoffenheim nochmal mit Kramaric. Direkt aus der Drehung, knapp vorbei aber. Am Tor. Rupp kommt rein für Salis. Defensiver Wechsel. Auf Seiten der Hoffenheimer. Wir können uns noch die Wechsel ein bisschen aufheben. Nochmal jetzt die Möglichkeit für Hoffenheim. Sogar eine sehr gute Möglichkeit. Kramaric lässt Wanyama im Strafraum aussteigen. Der ist heute brandgefährlich, der Typ. Landet aber direkt in den Armen von Baumann, der Ball. Also momentan wieder sehr viel Glück auf unserer Seite. Wir mahnen mal zur Konzentration. Und da klingelt es auch an meiner Tür. Deswegen bin ich jetzt einmal kurz weg. Bis gleich. So Leute, nach einem kurzen Schnitt für euch, einer etwas längeren Pause für mich, geht's weiter. Golovin passt gerade. Golovin hat hier gerade durch 3 Leute durchgepasst auf Bittencourt. Der scheitert aber an Varas und ist natürlich jetzt blöd für mich, mitten im Spiel eine Unterbrechung. Aber dafür sollte heute jetzt keine mehr kommen. Kramaric wird ausgewechselt für Soloi. Bin noch ein bisschen außer Atem. Gehen wir mal Shiba. Jetzt die Sonderbewachung für die letzten paar Minuten. Wir werden jetzt auch mal wechseln noch. In der Innenverteidigung können wir nicht mehr wirklich wechseln. Kann denn hier noch irgendwer spielen? Nee, nicht wirklich. Dann wechseln wir tatsächlich Bittencourt auch nicht. Ja, obwohl wir können Risse eigentlich. Ja, auch nicht wirklich, oder? Ja, bringen wir Risse einfach mal auf links. Und bringen dann... Ja, Torres möchte ich jetzt auch nicht auswechseln, oder doch? Wir machen das so. Und bringen dann hier Torres im Mittelfeld noch. Und wir sagen jetzt mal, hinten dicht.
Machen jetzt, wir regeln jetzt ab. Wir parken den Bus, den Mannschaftsbus vorm Tor. Und hoffen, dass wir damit Erfolg haben. Oder dass das gut laufen wird. Vielleicht macht Oliver Torres ja jetzt noch die ein oder andere Aktion. Vielleicht, glaube ich aber nicht. Der ist noch nicht so gut drauf. Weiter Abschlag. Ah, Schieber nimmt den Ball mit und ist plötzlich durch. Eine technische Unsauberheit in der Ballkontrolle bringt Wanyama wieder ran. Und der klaut ihm den Ball noch kurz vorm Abschluss vom Fuß weg. Chiba setzt sich auf der rechten Seite durch, flankt auf Soloi. Der kann den Ball nicht kontrollieren. Baumann geht dazwischen. Sehr schön. Scher kommt jetzt nochmal rein für Süle. Und ich hoffe, dass hier nichts mehr anbrennen wird jetzt. Aber das können wir nicht gebrauchen. 2 Minuten Nachspielzeit wird es geben. Schlusspfiff. Leute, wir haben es geschafft. Trotz Unterzahl haben wir uns hier mit 1:0 durchgesetzt. Was uns auf den 3. Platz in der Tabelle bringt. Das heißt, wir sind oben mit dabei. Der Spirit lebt. Wir haben uns auch in Unterzahl durchgesetzt. Es gab von einigen Leuten heute nicht so viel zu sehen. Aber muss auch nicht immer. Also es reicht. Ich bin vollkommen zufrieden mit dem Unentschieden. Und wir gehen weiter in Nachbericht. So. Nachbericht. Rote Karte von Heinz, unberechtigte rote Karte. 2 Spiele ist er gesperrt, das heißt, auf ihn können wir gerade auch nicht zurückgreifen. Zum Glück haben wir noch Ulrich in der 2. Mannschaft. Puh. Ja, alles in allem trotzdem ein ziemlich gutes Spiel. Hoffenheim war natürlich stärker. Wir haben nur 2 Chancen gehabt, haben davon eine reingemacht. Hatten ein bisschen Dusel dabei vorne, aber das muss auch sein. Ich meine, wenn wir schon einen Elfmeter nicht bekommen und die rote Karte unberechtigterweise, dann ist es, finde ich, auch fair, dass Hoffenheim ein bisschen Pech vom Tor hat und uns nicht noch 3 Dinger reinmacht. Weil dann wäre das heute die totale Katastrophe geworden. Andererseits haben wir gewonnen. Finde ich gut, ausgleichende Gerechtigkeit. Ich bin zufrieden. Keiner von uns dabei. Sanchez, nee, ich wollte gar nicht auf Dramic. Sanchez hat heute gespielt bei Bayern sogar. Gut, Teamleistung waren wir heute, wir waren trotz, dass wir nicht ganz so gut unterwegs waren, trotzdem noch ziemlich gut. Muss man festhalten, muss man der Mannschaft zugute halten. Ja, gut, gehen wir weiter. Und jetzt sollte dann auch Schürrle wieder fit werden. Schürrle ist wieder, nee, es sind 3 Leute aus der 2. Mannschaft und Schürrle ist noch angeschlagen. Nächstes Spiel geht übrigens gegen Bremen. Die in echt momentan eine ziemlich krasse Aufholjagd auf die Euroleague starten oder gestartet haben. Ja, wir müssen ohne Heinz spielen, Wanyama. Und Wanyama ist jetzt mit dabei. Wir holen mal Ulrich fürs nächste Spiel in die 1. Mannschaft. Ja, der kann dann jetzt auf der Bank Platz nehmen. Und genau für solche Momente habe ich ihn aufgehoben. Also habe ich ihn in der Mannschaft bewahrt. Gyrassi ist übrigens wieder fit. Wir können auf ihn wieder zurückgreifen. Unser 4-Spiele-4-Tore-Mann. Sehr geil mit einer 77 da vorne. Also da wird es für, wenn er so weiterspielt, natürlich ist er gerade auch in einer ultra krassen Form, aber wenn er so weiterspielt, dann wird das schon wieder eng für Modest. Dann wird das schon sehr, sehr eng in der Rückrunde für Modest. Wenn Gyrassi so eine Hinrunde spielt, also weiterspielt, wie er jetzt gemacht hat, dann wird das ziemlich knapp. Gut, ich würde sagen, wir sind am Ende dieser Folge. Ich hoffe, das neue Mikrofon ist gut. Es ist auf jeden Fall gut. Es liegt da nur an meinen Einstellungen, die ich auf jeden Fall noch überarbeiten muss. Vielleicht, je nachdem, wie zufrieden ich jetzt gleich damit bin. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Heute eine etwas spätere Folge. Aber ich denke, damit, das kann man verkraften. Gut. Gehabt euch wohl, lasst einen Daumen da, teilt das Video, alles sowas, ihr kennt das, ne, wenn ihr Bock drauf habt, macht das. Wenn ihr das Video teilen wollt, tut das, ne, umso mehr wir werden, umso geiler wird das hier. Dann, ja, ist aber euch überlassen. Schönen Abend noch, ich werde jetzt noch ein bisschen rumprobieren mit dem Mikrofon. Ich hoffe, dass sich das dann über die nächste Zeit noch so ein bisschen besser
einpegelt. Keine Ahnung. Ich muss dann noch so ein bisschen rumprobieren. Aber ja, ich hab Bock. Und ich hoffe, ihr auch. Haut rein. Ciao.